Moin, meine und hallo Leute, hier ist mal wieder Mr. Apfelmus und ich begrüße euch zu einem weiteren Part von Let's Play Assassin's Creed. Und damit auch willkommen zurück in Akkon oder Akkon, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ja, es hat sich ein bisschen was verändert. Wie gesagt, ich habe einen neuen PC und musste halt ein bisschen was nachspielen. Deswegen kann es gut sein. Oh, 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 ich sehe, es zieht ein bisschen Schlier in das Spiel. Wartet mal, das muss ich mal schnell umstellen. Entschuldigt, dass ich das gerade jetzt hier machen muss. Wo könnte man das machen? Vertikale Synchronisation. Ein. Genau. Das sollte das Problem hoffentlich lösen. Nicht wirklich, schade. Ja, wie gesagt, neuer PC und so weiter. Deswegen musste ich nochmal nachspielen und habe jetzt schon alle Türme und alle Bürger hier im armen Viertel von Akkon gerettet. Boah, das stört einen aber echt mies. Ja, was uns aber noch fehlt, sind unter anderem hier diese wunderschönen drei Aufträge, um noch mehr in Erfahrung zu bringen, worum es diesem guten, keine Ahnung, wie hieß er, Nivea oder so? Hieß er nicht Nivea? Nee, Garnier, Garnier hieß er. Genau. Ja gut, aber beides Pflegeprodukte, ne? Oder Pflegeproduktehersteller, sagen wir es so. Da kann mal so eine Verwechslung schon vorkommen, wenn er mich fragt. Der verdammte Narr hat wohl den Verstand. Ja, natürlich. Ja, was ihr jetzt auch sehen könnt, ihr dürft jetzt Assassin's Creed in vollen 1080p bewundern. Ja, also natürlich, die YouTube-Videos waren vorher auch schon in 1080p, aber jetzt cap ich auch in 1080p durch den neuen PC. Oh, so, jetzt aber erstmal genug geredet. Jetzt machen wir erstmal hier Befragung. Befragung, ne? Garnier, hört eure Rufe, eure Beschwerden. Ihr sagt, er wendet euren Leiden den Rücken zu, aber das ist ungerecht, unwahr. Er ist trotz seiner Gabe nur ein Mensch und kann nicht alle retten. Schon bald, meine Freunde, schon bald wird der gute Doktor sich um euch kümmern. Habt Geduld, wartet in Demut. So viele brauchen seine Hilfe. Und ihn gibt es nur einmal. Er arbeitet ohne Unterlass, um zu heilen und zu helfen. Aber gut Ding braucht Weile. Alles klar. Ja, bei so ein bisschen was, da gehe ich ja mit. Gut Ding will Weile haben. Standardisierter Spruch, der auch Sinn macht. Ja gut, jetzt verfolgen wir den Knorben mal. Zu einem abgelegenen Platz. Das ist ja auch wieder die Frage, verfolgen wir den jetzt so lange, bis er stehen bleibt? Oder müssen wir uns selber, sag ich mal, ein ruhiges Örtchen suchen, wo wir ihn dann verhauen können? Auf jeden Fall, was ein bisschen abseits ist vom Wachen und so weiter, das weiß ich ja schon. Wow, die Umgebungsgeräusche sind gerade echt laut. Warte mal. Besser. Viel, viel besser. Ja, hier so eine Seitengasse, das ist doch, denke ich mal, ganz gut. Bam, Junge. Na komm. Aua. Aufs Maul? Na. Ja, jetzt hier. Meine Güte. That boy has mad skills, man. Ha. Gnade. Gnade. Tötet mich nicht. Ich tue, was ihr verlangt. Ihr dient Garnier? Er befahl mir, diese Dinge zu sagen, damit das Volk nicht rebelliert. Um ihnen Hoffnung zu geben und sie geduldig warten zu lassen. Sagt mir alles, was ihr über den Mann wisst. Ja, natürlich. Ich weiß, was hier vor sich geht. Was er wirklich tut. Na dann, fahrt fort. Sie sind gesund und unverwundet, wenn sie eintreten. Aber wenn er Hand anlegt, dann nimmt das Leid seinen Lauf. Also ist er kein Heiler. Nur ein kranker, grausamer Mann. Ich weiß nicht, was er tut, um sie vor Qualen schreien zu lassen. Aber es muss aufhören, bevor noch mehr leiden müssen. Werdet ihr ihn aufhalten? Deshalb seid ihr noch am Leben. Er ist vorsichtig. Ihr müsst die rechte Zeit abpassen. Geht zu ihm, wenn er seine Patienten behandelt. Dann vergisst er die Welt um sich herum. Geht voll und ganz in der Arbeit auf. Ja, dann müsst ihr zuschlagen. Ich danke euch für die Information. Dann lasst ihr mich gehen? Ich wünschte, ich könnte. Ja. Finde ich natürlich nicht so nett, was Alter ihr hier macht, aber in gewisser Weise kann ich es auch ein bisschen verstehen. Er muss natürlich vorsichtig sein, jetzt, er kann ihn ja nicht einfach so laufen lassen, sonst hätte er natürlich einen Zeugen und, was heißt einen Zeugen, aber sonst könnte der natürlich noch Garnier Bescheid sagen. Und das geht natürlich nicht. So, was haben wir denn sonst noch zur Auswahl? Warte, ich guck mal schon auf die Karte.
Das Büro. Oh, ein Taschendiebstahl. Ein Taschendiebstahl. Ihr habt ja nichts zu suchen. Kollege, das sehe ich anders. Ich finde, ich habe hier sehr viel zu suchen. Du hingegen, hast hier nichts zu suchen, sondern du fährst jetzt auf in den Himmel. Bye bye. So, die anderen beiden lassen wir mal hier stehen. Das ist mir ziemlich egal, was mit denen passiert. So. Ich wollte ja auch eigentlich gar nicht wirklich aufs Dach, sondern ich will ja nur hier. Was fehlt Ihnen denn nur? In diesen tollen Durchgang. Was ist denn der? Mensch. Das ist nämlich hier so ein anscheinend abgegrenzter Marktplatz, der so ein bisschen überdacht ist. Ja gut, ich glaube, komme ich jetzt hier mal rein? Ja, fantastisch. Alles klar. Nein, komme ich nicht. Boah, ey, das regt mich jetzt auf. So ein Rotz. Ich will doch nur meiner Arbeit nachgehen als Assassine. Aber gut. Hat er wohl einen Grund für seine Das hätte man auch ein bisschen eindeutiger auf der Karte kennzeichnen können. Ich glaube, bei Assassin's Creed 2 war es ja dann so, dass man auf der Karte auch die Gebäude und so weiter gesehen hat, wenn ich mich recht entsinne. Ey, ich freue mich da auch echt drauf auf Assassin's Creed 2. Da bin ich mal echt gespannt, wie das laufen wird. Ja. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt an diesen Wachen vorbei, ohne dass sie groß Alarm schlagen? Da gibt es einen ganz einfachen Weg. Der geht so. Wir lenken sie ab. Tada! Ja, ja. Man merkt, dass ich schon mal gespielt habe, ne? Was hast du da? Plunder. Der Mann besaß nichts von Wert. Nur eine verdammte Röhre. Alles, was ich fand, war ein Pergament mit unsinnigen Kritzeleien. Das ist nicht unsinnig, das sind Lettern und Worte. Warum steckt ein Mann Lettern und Worte in eine Röhre? Verschwendung, wenn du mich fragst. Muss wichtig sein. Gib her und ich sehe es mir an. So wie letztes Mal? Ich lass mich nicht von dir bestehlen. Bist du gerissen? Viel Vergnügen damit. Scheint so, als ob wir hier einen Analphabeten hätten. Ja, wir wollen natürlich nicht, dass er sich hier mit diesem tollen Pergament quält und... Ja, natürlich, Entschuldigung. Wir wollen natürlich nicht, dass er sich hier mit den Worten hier quält und dass er sich die ganze Zeit den Kopf zerbricht darüber, deswegen nehmen wir ihm das mal lieber ab. Nur zu deinem Besten, Bro. Oh, wie mache ich das jetzt? Shit. Ach doch, ja, ich kann ja hier rüberspringen. Siehst du, das geht ja auch. Ich glaube, das kriegen die auch gar nicht mit. Oder das finden, glaube ich, gar nicht so schlimm, wenn ich hier rüberspringe. Ich hoffe zumindest. Und, hepp. Oh, also viel dazu. Ja, dann müssen wir mal kurz hier ein bisschen, Lippenstift aus den Körpern dieser Herrschaften extrahieren. Natürlich können wir auch keine Zeugen hier zurücklassen. Es war Glück, dass der uns nicht gesehen hat. So. Dann mal rüber zur letzten Nachforschung, die wir noch machen können. Das sieht wieder aus wie so ein Rennen, glaube ich. Also so von A nach B. Ach Gott, macht das Spaß, auf 60 Frames flüssig zu cappen, Leute. Ihr habt keine Ahnung, wie froh ich darüber bin. So. Hier hoch, dann dahin. Und ich freue mich besonders auch auf Assassin's Creed 2 und die Nachfolger, weil die bieten ja dann doch noch ein Ticken mehr Freiheiten. Soll aber nicht heißen, dass mir das hier keinen Spaß macht. Im Gegenteil. Alle Assassin's Creed Teile, finde ich, haben mir sehr viel Spaß gemacht, bis jetzt jedenfalls, die ich gespielt habe. Weil ich habe die ja nur bis Brotherhood gespielt. Und selbst da, also ich kann mich bei vielen auch nicht mehr an die Handlung erinnern, weil ich damals noch sehr, sehr infantil war und, nicht so viel Augenmerk auf Story gelegt habe, sondern viel mehr auf Gameplay. So, aber egal, jetzt erstmal Informanten-Herausforderung. Oh, ist das nicht Altair? Erinnert ihr euch? Ich lernte mein Handwerk zur gleichen Zeit wie ihr. Keine Erinnerung, was? Aber egal. Al-Mualim hat mir einen Auftrag gegeben, der eine große Ehre für mich ist. Ich muss euch testen. Welche Freude. Oha. Ich habe Flaggen in diesem Gebiet versteckt. Oh. Findet sie und bringt sie zu mir. Seid schnell. Schade, dass der Alte mir befahl, euch zu helfen, falls ihr erfolgreich seid. Seems like he would be a real asshole. So. Ach so, die Ene hier ist gleich hier unten. Na komm. Ist die denn? Wir haben ja nur drei Minuten oder so, wenn ich das richtig sehe. Ach, da ist sie. Boah, ey. Was für ein Narr.
Ich stelle mich schon wieder bescheuert an. So, eins. Ach, die sind auch in so einem tollen Kurs hier anscheinend. Ja, sind sie. Okay, ich dachte jetzt schon. Toll, sehr gut. Ich dachte jetzt, die sind in irgendeinem, nicht in einem Raster oder so angeordnet, dass ich die nacheinander her abgrasen kann, sondern ich dachte, die sind einfach quer durch die Stadt verteilt. Boah, ey, Alter, ihr, manchmal, also... Ja, fehlt, also man merkt, dass dem Spiel dann doch noch ein bisschen der Feinschliff gefehlt hat. Also ich finde sowas, da kann die Steuerung das einem schon mal verzeihen, wenn er mich fragt. Ach, da ist die nächste. So, mal gucken, ob wir es jetzt noch in der Zeit schaffen, aber ich hoffe schon. Los, Alter, ihr. Jawohl. 20 Flaggen. Wie viel haben wir noch? Ja, kommt ja ungefähr hin. Ach, wir müssen ja dann noch zurück. Warum tut er das? Ja doch, ich denke mal, das sollten wir hinkriegen. Die Zeit ist relativ großzügig gesetzt. So, einmal dahin, dann darüber. Was fehlt Ihnen denn? Boah. Pfeffer. Ach, da hoch. Oh, das ist doch zum Kotzen. Nein! Alter, ihr. So, jetzt springen wir hoch, genau. Na gut, Junge. So. So. Und. So, jetzt haben wir es geschafft. Fantastisch. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld. So. Zurück? Ich bin beeindruckt. Ich werde meine Meinung über euch nicht ändern. Aber da Al-Mualim befiehlt, sage ich euch, was ich über euer nächstes Ziel weiß. Na dann sag mal. Garnier versteckt sich in der Festung der Hospitaliter. In diese Festung einzudringen erfordert Gerissenheit. Das ist alles, was ich habe. Wow. Wow. Das war ja toll. Danke. Captain Obvious. Das habe ich ja schon gar nicht von den anderen allen gewusst. Aber gut. Wie hieß er? Scumbag Steve bei 9gag? Anscheinend haben wir hier Scumbag Steve aus dem Zeitalter der Kreuzzüge gefunden. Okay, Leute, ich merke gerade so ein bisschen ab und zu schwanken die Frames dann doch. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich auf die gleiche Platte aufnehme, auf die ich ja auch gerade das Spiel installiert habe. War vielleicht... Sehr gut. War vielleicht keine meiner besten Ideen. Dann werde ich mal zusehen, dass ich die nächsten Assassin's Creed-Dinger dann mal auf die SSD ziehe und dann einfach auf die andere interne das ganze Zeug speichere. Aber egal, jetzt erstmal hier. Ah, Altair. Ein Vögelchen hatte mir euren Besuch angekündigt. Al-Mualem hat die Hinrichtung von Garnier von Nablus angeordnet. Der Großmeister des Hospitaliterordens? Eben jener. Und ich weiß bereits, wann und wo ich zuschlagen werde. Dann teilt euer Wissen mit mir. Er lebt und arbeitet im Hospital seines Ordens, nordwestlich von hier. Es geht das Wort von Gräueltaten, die hinter seinen Mauern verübt werden. Der gute Arzt scheint Freude an Experimenten mit unschuldigen Bürgern zu haben. Die meisten wurden in Jerusalem entführt und hierher gebracht. Wie gerissen. Durch die Entführung seiner Opfer in anderen Städten erregt er hier weniger Aufsehen. Aber zurück zum Thema. Wie ist euer Plan? Garnier bleibt meist in seinem Quartier im Hospital, obwohl er es manches Mal verlässt, um seine Patienten zu besuchen. Bei einem dieser Rundgänge werde ich zuschlagen. Offenbar habt ihr euch bereits Gedanken gemacht. Ich gebe euch freie Hand. Na dann, nehmen wir doch mal die Feder an uns. Entfernt diesen Schandfleck aus Akon, Altair. Vielleicht reinigt das auch euch. Ja, vielleicht. Ruht euch hier aus, bis ihr bereit seid. Ach komm, es kann gleich losgehen. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Nom 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 nom. So, nachdem Altair jetzt ein Mettbrötchen gegessen hat und somit gestärkt in den Kampf gegen Garnier ziehen kann, würde ich mal sagen, tun wir das doch einfach mal. 175 Meter. Kein Problem für unseren Recken hier. Oh, ey, aber diese, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das im Video auch seht, aber ich denke mal schon. Da fehlt, glaube ich, einfach der V-Sync, aber ich habe den noch angemacht. So, tut mir leid, dass ich nochmal gucke. Wieso ist denn die aus? An. Ach, ich muss auf Übernehmen klicken, da seht ihr. Ja, da ist das Schlieren weg. So. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und schon könnt ihr euch wieder über noch schönere Videos freuen. Alles für die Zuschauerschaft. Nein, natürlich auch für mich.
So sieht das Spiel dann doch nochmal so versinkt man noch etwas tiefer in der Situation, in der sich Alter Ihr befindet. Beziehungsweise Desmond. So. Da ist also diese tolle Festung, von der die ganze Zeit gesprochen wurde. Nebenbei, wir können ja gleich mal gucken, wir haben ja noch einen Gedächtnislog. Oh, Alter. Nee. Wissen, Nachforschung. Wann hier lässt du eine Patientin in Festung? Nee, das war es nicht. Wo ist denn das, was ich geklaut habe? Das hier. Anhang. Ach nee, wartet. Ist merkwürdig. Er spricht von einem Waffenhändler aus Damaskus, vermutlich Tamir, und einem zweiten Mann in Jerusalem. Welches Geheimnis verbindet diese Männer? Männer, die sich eigentlich hassen müssten. Wieso sollten die sich hassen? Ich denke mal, Almul Alim wird schon einen Grund haben, dass die alle sterben sollen. Ach Mensch. Ah! Ey! Entschuldigt. Ey, Kollege, es reicht. Ich will hier nur in Ruhe untertauchen. So. Genau, wie uns nämlich gesagt wurde, nur Wachen haben freien Eingang in die Festung oder Gelehrte. Und daher würde ich mal sagen, nutzen wir das doch immer aus. Bisschen, ja, wollte schon sagen, aber Platz hier. Dankeschön. Vorfahrenerinnerung synchronisiert. Aufnahme gestartet. Ja, die habe ich schon vor rund 17 Minuten gestartet. Nein, Hilfe! Helft mir! Helft mir, bitte! Ihr müsst mir helfen! Was geht denn nur ab? Das ist aber nicht sehr nett. Ey, lass die nochmal in Ruhe. Oha. Der sieht ja sehr friedfertig aus mit seiner Fleischerschürze da. Genug, mein Sohn. Ich bat euch, den Patienten zu holen, nicht ihn zu töten. Na, na. Alles wird wieder gut. Nein. Gebt Nein. mir eure Hand. Rührt mich nicht an. Nie wieder. Überwindet eure Furcht, sonst kann ich nicht helfen. Helfen, ne? Mir helfen? So wie ihr den anderen halft? Ihr habt ihnen die Seelen geraubt. Ich hab's gesehen. Aber meine nicht. Nein, meine kriegt ihr nicht. Au. Oh. Reißt euch zusammen. Glaubt ihr, das gefällt mir? Glaubt ihr, ich möchte euch wehtun? Aber ihr lasst mir keine Wahl. Oh, shit. Jedes freundliche Wort begleitet von einem Hieb. Alles nur Lug und Trug. Er wird nicht ruhen, bevor sich alle vor ihm beugen. Das hättet ihr besser nicht getan. Bringt ihn in sein Quartier. Ich folge euch, wenn ich hier fertig bin. Ich bleibe nicht hier. Ich werde wieder entfliehen. Nein, wohl kaum. Brecht ihm die Beine. Oh, nein! Oh, Leute. Ah! Oh, Scheiße! Es tut mir so leid. Habt ihr Leute nichts Besseres zu tun? So viel dazu, ne? Ich will nur helfen. Am Arsch. Am Arsch willst du nur helfen. Oh. Schande. Gut, Leute, ich sehe zwar, eigentlich ist der Part rum, aber ich bin gerade so geflasht. Also, was heißt geflasht? Also, ich bin gerade so voller Hass dem Typen gegenüber, dass ich mal sagen würde, wir machen den jetzt auf jeden Fall noch platt. So, dann sehen wir uns doch mal um. Sind wir eigentlich rot? Nee, sind wir gar nicht. Cool. Was zum Teufel wollt ihr? Ganz ruhig, Kollege, ganz ruhig. Kann ich eigentlich auch hier durch? Offensichtlich schon, ne? Geht mal hier aus dem Weg, Kollegen. Ich habe hier einen Job zu erfüllen. Oh, oh. Er bewegt sich. Wie habt ihr das gemacht? Ich hab meine Hand. Das Schlimmste ist vorüber. So, Mann. Oh. In Ruhe. So, Leute, jetzt warten wir mal, dass er wieder hier rauskommt. Und dann, schicken wir den Kollegen nochmal in die Hölle, würde ich sagen. Keine Ahnung, warum ich die ganze Zeit rumfliege. Boah, ey. Leck mich. Diese verdammten Irren. Oh, er ist der Wart. Ihr seid's. Und wie fühlt es sich an, wieder ganz zu sein? Wie habt ihr das geschafft?
Tauchen runter. Shit. Ganz ruhig. Ganz. Der wird von seinen verdammten Urnen hier beschützt. Ich glaub's auch. So ein Rotz. Jetzt kommen wir wieder raus hier. Kollege. Genau. Schaffe es so oder so nicht. So, zack, weg ist er. Befreit euch von eurer Last. Ich werde jetzt Frieden finden, nicht? Der endlose Schlaf ruft nach mir. Aber bevor ich meine Augen schließe, muss ich wissen, was wird aus meinen Kindern? Ihr meint die Leute, die ihr in grausamen Experimenten quält? Sie werden frei sein und heimkehren können. Heim? Welches Heim? Die Freudenhäuser? Die Gosse? Die Kerker, woraus sie geholt wurden? Ihr habt sie gegen ihren Willen geholt. Ja, was von ihrem Willen noch übrig war. Seid ihr wirklich so naiv? Lasst ihr einem Kind jeden Wunsch, nur weil es weint? Vater, ich möchte mit dem Feuer spielen. Was würdet ihr sagen, wie du wünschst? Aber dann seid ihr schuld an seinen Verbrennungen. Es sind keine Kinder, sondern ausgewachsene Männer und Frauen. Körperlich vielleicht, aber nicht im Geiste. Und das ist das Leiden, das ich heilen wollte. Ich gestehe, ohne das Artefakt, welches ihr uns gestohlen habt, komme ich nur schwer voran. Aber es gibt Kräuter, Mixturen und Elixiere. Meine Wachen sind der Beweis. Auch sie waren dem Wahn verfallen, bevor ich sie fand und aus den Kerkern ihrer Umnachtung befreite. Und nach meinem Tod werden sie wieder toll. Ihr glaubt wahrlich, ihnen zu helfen? Ich glaube es nicht nur. Ich weiß es sogar. Verdrehter Hirni, würde ich mal sagen. Eieiei. So, ja, wir sehen mal zu, dass wir hier wegkommen. Ups, der Lachchen. Ach, seht ihr, ich kann ja noch nicht mal rempeln. Ja. Wappa. So, Leute, aber wie ich hier vor den Wachen fliehe und so weiter und wie es dann weitergeht, das erfahren wir dann im nächsten Part von Let's Play Assassin's Creed. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao, ciao.